Dead Space 2, Montag, 0 Uhr, mit Simon. Monster zerstampfen. WoW Legion, jetzt. Bosskampf. Aber das habe ich verstanden. Man bekommt diese Blase, der absorbiert Schaden. Und man muss aber diese Blase wegkriegen, indem man absichtlich Schaden bekommt. Weil wenn man die Blase nicht wegbekommt, dann explodiert sie und macht Schaden. Hm. Das heißt, sobald du diese Blase hast, musst du versuchen, möglichst viel Schaden zu bekommen. Es fällt dir als Tank jetzt relativ leicht. Ich habe die nie. Also wahrscheinlich habe ich sie immer für eine Sekunde und die ist dann sofort wieder weg. Aber immer gerätselt, wie das... Oh, guck mal, jetzt habe ich diese Blase. Jetzt muss ich versuchen, hier in diesen Dingern drin zu stehen und möglichst viel Schaden zu bekommen, damit diese Blase entfernt wird, bevor sie explodiert. Ist zumindest die Theorie. Und ich habe es geschafft. Yay. So könnt ihr euren Scheiß-Hate gleich mal zurücknehmen. Von wegen Team-Wipe, Kacknoob-Heiler. Denn von Blasen haben wir jede Menge Ahnung. Glasige Blasen heißt es auch noch. Glasige Blasen. Vor den mächtigen Wellen kommt das Beben. Ah! Ah, das hat funktioniert, gerade noch. Wir haben gerätselt, wie das mit der Skalierung ist, weil ja hier Helden, tapfere Heldencharaktere unterschiedlichen Levels in der Instanz sind. Und man kann ja bei den neuen Legion-Instanzen von Level 100 bis 110 kommt man immer mit denselben Charakterpool sozusagen, wird man in die Instanzen gelost. Und du meintest, die werden gerade skaliert, dass dann, also für mich haben jetzt die Mobs Level 102. Für dich haben sie wahrscheinlich Level 103. Also immer denselben Level, den man auch hat. Ja, der Boss hatte jetzt zum Beispiel 105. Ja, der ist 2 Level drüber, das ist ja... Aber jetzt hier diese Der Mob diese ist 104 Hexe hier. Für mich, für dich 102. Für dich ist 104? Bist du ja schon... Moment, für dich ist er einen drüber, für mich ist er gleich. Ja. What? Was soll das denn? Also was... Aber die können doch nie unterschiedliche Level haben, die müssen ja gleich viele Lebenspunkte haben. Der hat jetzt 3392. Für mich 2732K. Ah, siehst du. Strange, aber dann müsste er bei mir nicht unterschiedlich viele Lebenspunkte aber dann haben. Dann könnte er bei mir noch leben und bei dir schon tot sein. Wo ist dann seine Seele? Das, Moment mal. Okay. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. So, hier ist der Endboss. Wahrscheinlich irgendwie Asharas Zorn. Blizzard-Magie. Oh, ich habe irgendwas falsch gemacht, aber ich weiß nicht genau was. Immerhin. Oh! Hier kommen Wellen. Okay. Ich dachte, die kommen nur beim Boss. Die Bossmechaniken werden ja schon bei den Mobs vorbereitet, wie bei Zelda. Wo man dann schon in dem Dungeon die ganze Zeit den Bogen benutzen muss. Und dann beim Boss muss man auch den Bogen benutzen. Ich habe nur einen Zelda gespielt und das war auf dem uralt Gameboy Zelda A Link to the Past. Ist das A Link to the Past? Wo man auf der Insel aufwacht. Man muss die Instrumente sammeln. Komm, pull mal. Hau mal ran jetzt. Immer dieses ewige Gewarte hier. Die anderen beschweren sich schon. Kann ja noch nicht. Der labert ja noch, der Boss. Immer diese Laberbosse. Abgeschlossen. Ach, da ist noch einer übrig. Natürlich geht das dann nicht. Mensch, Florentin. Sag das doch, dass da einer übrig ist. Ey, wir werden so krassen Loot bekommen. Ich pull den schon mal. Wir werden so krassen Loot bekommen. Wahrscheinlich nichts. Wobei ich schon sehr, sehr viel bekommen habe in dem Run. Normalerweise bekomme ich immer gar nichts, immer nur Gold. Was ich ein bisschen komisch finde irgendwie manchmal, weil manchmal läuft man so eine durch die Instanz durch, kann dann trotzdem die Bosse looten und bekommt dann trotzdem irgendwie nichts. So, jetzt aber. Go, go, go. Go, go, go! Ja, ich laufe schon! Link's Awakening. Stimmt, Link's Awakening. Macht Sinn bei dem Namen. Vielen Dank, Chat. Falls das überhaupt ein richtiger Name ist. Falls das überhaupt ein richtiger Name ist. Oh, ich habe so ein Ding. Eine massive arkane Bombe ist auf eure Magie fixiert. Das hilft mir überhaupt gar nichts, dieser Tooltip. Aguado. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt weglaufen oder zu anderen hin oder was? Ah! Hast du keinen Deadly Boss Mods? Hallo? Scheiße, jetzt bin ich aber im ganzen Scheiß hier drin. Ah, ich muss mich an einen Punkt manövrieren, wo ich nicht von der Welle getroffen wird. Vielleicht ist das die Idee. Schwierig zu sagen.
Ich bin Progress Raider. Ich verstehe solche Mechaniken sehr schnell. Ich bin Progress Raider. So, jetzt habe ich dieses Gedöns hier. Ich laufe jetzt mal zu dir. Eure Non-Heroic-Plebs-Scheiße interessiert damit mich. Damit wir beide gestunt werden. Aua! Oh! Aua! Oh, fuck! Vibe. Nein, nichts Vibe. Nichts Vibe. Hier, ihr kriegt jetzt erstmal Kampfrausch! Jetzt, wo der Boss fast tot ist. Natürlich. Jetzt nochmal alles geben, Leute. Vielleicht kannst du mich noch heilen nebenbei. Quatsch. So, warte, ich gebe euch nochmal diese Kugel hier. Ich gebe euch nochmal den Stun. Ah! Da geht er down. Und ich bekomme 16 Gold. Yes, ich habe eine Flasche bekommen. Hurricane in der Flasche. Hurrikan. 720. Yay! Zehrt alle angesammelten. Ach nee, das sind diese Benutzt-Trinkets, ey. Das ist das Allerschlimmste. Wer benutzt denn noch Benutzt-Trinkets in 2016? Ja, das benutze ich halt. So, tschüss. Und ich habe wieder 35 Artefaktmacht bekommen. Katsching. Was für ein Level hat denn deine Waffe? 3. 2. Nichts Berauschendes. Aber bei dir ist es. Ganz kurz, schau mal. Oh, das sieht ja noch schon mal nicht schlecht aus. Aber ist der Unterschied, der Item-Level zwischen deinem Schwert und deinem Schild unterschiedlich? Weil was ist denn deine Artefaktwaffe? Der Schild oder das Schwert? Das Schwert. Schild. Das Schwert kommt nur automatisch dazu. Aber dann hat dein Schild einen anderen Item-Level als dein Schwert, oder was? Das Schwert zählt gar nicht. Du bekommst ja, wenn du. Was hast du für eine Waffe? Das ist auch ein Zepter. Schild. Zepter und Schild. Siehst du? Aber guck mal, du hast 767 und. Oh, okay, beides dasselbe. Ja. Also das eigentliche Ding ist das Schild. Das Schwert kann ich nicht verbessern. Der Schild. Ja, hab ich doch gesagt. Ach Mensch, ey, ich will mich gar nicht verabschieden von Moosmann. Moosmann war super, ey. Mach's gut, Moosmann. Richtig cooler Typ. Oder? Moosmann war super, da kann man echt gar nichts sagen. Das war ein guter Typ. Moosmann war klasse. Moosmann, riesen Shoutout hier an der Stelle für dich. Ohne dich hätten wir wahrscheinlich diese Instanz auch geschafft. Ich bin raus. Meinst du, wir schaffen zur zweiten Instanz? Das dauert wahrscheinlich eine Weile, ne? Weil du so wenig Damage machst. Du bist im fucking Level 4. Hast du eigentlich coole Sets? Wo bist du denn? Das ist deine Klassenhalle? Ja. Ist das ein Sturmwind? Nee, das ist in den östlichen Pestländern. Ah, das ist natürlich clever. Also das da ist können nämlich beide Fraktionen hin. Das ist natürlich ganz geil. Das sieht schon ganz cool aus. Aber was ich echt bescheuert finde, ey, der Elementarschamane kriegt als Artefaktwaffe Faustwaffen. Faustwaffen? Der Elementarschamane kriegt Nahkampfwaffen? Erstmal, Faustwaffen sind die beschissensten Waffen der Welt. Ich hasse Faustwaffen auch. Wer mag Faustwaffen? Keiner. Ich glaub, lass uns mal irgendwo questen jetzt mal. Wir treffen uns mal in Dalaran. Aber gibt es einen von euch da draußen, der Faustwaffen mag? Kein Mensch mag Faustwaffen. Die sehen schon immer scheiße aus. Es sieht immer scheiße aus. Als Elementarschamane hast du die in den Cast-Animationen ohnehin nicht drin. Das heißt, du siehst einfach aus, als hättest du gar keine Waffen. Also was soll das denn? Die Artefaktwaffe? Bei manchen Artefakten haben sie echt ein bisschen, weiß nicht, nicht so geil. Das zentrale Element deines Charakters, die Artefaktwaffe, ist nicht sichtbar. Das ist doch irgendwie offensichtlich, dass das nicht funktioniert als Konzept. Bist du in der Bank? Nee. Yamaji heißt du? Ja. Ich frag mich nicht mehr, warum. So, lass uns questen gehen. Ja, für die Horde! Hey, für den War Chief. Lass uns Azeroth befreien von den fiesen Invasoren der Legion Geißel oder Deathwing, lass whatever. Lass uns Sageras in den Hintern treten. Ja, Wir müssen damit auch mit der Allianz zusammenarbeiten, weil eigentlich sind wir ja Freunde, aber naja. Oh. Doch nicht. Aber ich mag die Allianz nicht. Nein, aber je größer der Feind, desto enger rücken die Feinde. Denn der Feind meines Feindes ist nämlich mein Freund. Wo fliegen wir hin? Nach Asuna. Erzdruide. Denn nur in Asuna hast du eine Quest. Das ist nämlich, glaube ich, dein erstes Gebiet, was du ausgewählt hast. Wollen wir nach Asuna fliegen? Ja. Ich habe da zwar schon einiges, aber... Verteidigungsposten in Illidarien. Nee, wo musst du denn hin? Ich bin völlig flexibel. Ja, aber du hast ja nur Quests in Asuna gerade. Lass doch mal Asuna. Ja, aber kannst du nicht Quest teilen oder so? Ja, dann mal nach Asuna. Ich bin auch gerade in Asuna, aber schon ein bisschen. Toll! Bisschen weiter. Super! Ich habe halt ein Privatleben, mein Gott. Entschuldigung, ich habe auch ein Privatleben. Geht so. Ich habe ein Kind, so. Das reicht. Ja, wirklich? Ja. Zockt er auch WoW? Noch nicht, aber ich werde ihn dazu hinprügeln, damit er mir meine Chars hochlevelt, während ich in der Arbeit bin. Wie enttäuscht wärst du, wenn er keine Lust hätte, WoW zu spielen? Ich glaube, bis der in dem Alter ist, gibt's WoW gar nicht mehr. Ich glaube, WoW gibt's noch eine ganze Weile.
Selbst wenn die, glaube ich, jedes Jahr die Hälfte der Spieler verlieren, wären die in 10 Jahren noch rentabel. Weil die so fucking viele Spieler haben einfach. Ich glaube auch nicht, dass es jemals ein Nachfolger rauskommen wird. Übrigens ist die Weitsicht sehr schön in Legion geworden. Thomas, ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gebiet. Erzähl uns mal ein bisschen was über die Region Azuna. Was ist da passiert? Was ist die Lore dieses Gebiets? Was für interessante Geschichten und fantastische NSCs und faszinierende Figuren verbergen sich hier? Naja, eindeutig war Azuna anscheinend ein großes Wassergebiet, denn hier befinden sich Schiffe, die gestrandet sind und tote Fische am Ufer. Außerdem gibt es Höhlenskrogs en masse und die Legion ist natürlich eingefallen und möchte dieses Land sich einverleiben. Doch die Idari dachten sich, nein, so nicht. Nee. Hier gibt es übrigens eine sehr geile Quest mit Mana-abhängigen Elfen, sind das, glaube ich. Die sehen so ein bisschen Gollum-mäßig schon aus. Mhm. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Warte, ich skill mal ganz kurz um, weil Heilung ist ja natürlich Quatsch. Ja, ist wirklich Quatsch. Das heißt, wo müssen wir hin? Kannst du die Quest teilen oder können wir irgendwie... Kommen wir ich hab die ja schon gemacht. Ich lauf dir einfach hinterher. Du kannst mir jetzt nicht einfach hinterherlaufen. Ja, doch, kann ich schon. Schau mal, jetzt habe ich gar keine. Weil du die Artefakt-Quest nicht gemacht hast. Ja, die mache ich gerade, aber dann kriege ich diese scheiß Faustwaffe. Ich habe noch irgendwie einen Stab rum. Elementar oder was? Ja. Na gut. Moment, haben wir wirklich gar keine Quest? Kannst du mir keine Quest teilen oder sowas? Du hast doch da Quests. Ja, aber das ist ja scheiße, wenn du dann nur hinterherläufst. Ja, passt doch. Dann fühle ich mich so beobachtet. Ja, bis du bei den Quests bist, die ich gerade habe, das dauert 10 Minuten oder so. Vielleicht ein bisschen länger. Okay, dann lass uns jetzt mal losreiten. Gegen die bösen Legionen der Macht. Oder die... Was ist jetzt genau das Problem mit Legion? Die brennende Legion kommt wieder. Die brennende Legion kommt zurück. Und hat diesen Typ umgebracht, Varian. Und jetzt sagen alle, so geht's nicht, Freunde. Naja, die in einem ersten Kampf ist natürlich der König der Menschen umgekommen, aber auch der Warchief der Horde ist auch umgekommen. Also sind die beiden Anführer der Fraktionen quasi gestorben. Und ich glaube, die Horde wird jetzt angeführt von Sylvanas, Lady Sylvanas. Und die Allianz wird angeführt von, ja, von wem eigentlich? Ach, vom Sohn vom König, Prinz Pupsgesicht. Was ist jetzt hier? Das ist übrigens gerade eine Bonusmission, die wir machen. Das ist ja Rückeroberung von Faranor, aber hast du diese Anzeige? Die habe ich nicht. Aber guck, da können wir doch zusammenarbeiten, das ist doch toll. Schau mal, das ist doch das Tolle an Legion. Oh, Elite? Ach, kriegen wir den kaputt? Oh, jetzt aber, Freunde, Elite. Das ist ganz cool, das ist halt immer so, das gibt es bei Guild Wars 2 auch eben, dass es so World Quests gibt, die alle Leute, also jeder arbeitet quasi für das Erreichen dieses Ziels. Und in dem Fall würde man jetzt hier zum Beispiel, wenn man das abgeschlossen hat, Ressourcen bekommen und Erfahrungspunkte. Für die Ressourcen kann man dann wiederum seine Begleiter losschicken in den Gildenhallen, um Quests für einen zu machen, die man jetzt auch mit einer Companion-App machen kann. Die ist jetzt die Woche rausgekommen, die Legion Companion-App. Da kann man dann quasi seine ganzen Begleiter losschicken und wenn man im Bett liegt, Quests machen. Mit seiner Freundin zum Beispiel oder? Ach, nachdem. Aber das ist eine coole Idee, ne? Es gab ja auch schon mal diese App mit dem Auktionshaus früher. Ja, aber die ist auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden, finde ich. Warst du großer Auktionshaus-Trader? Nee, ich habe das nie gemacht. Das mir war so Gold immer komplett egal. Ja, mittlerweile hat man ja auch so ein paar Millionen Gold und sowas. Ja, der Chat findet es auch nicht so schön, dass Wol'jin gestorben ist. Finde ich auch nicht so schön, war ein cooler Charakter. Trolle sind allgemein coole Charaktere. Lass uns mal kurz gucken, wir müssen hier nach Osten. Wir müssen die Kriegsgleve finden. Oh, hier ist ein Stern. Hier sieht man zum Beispiel wieder, hier hat man auf der Map so einen Stern angezeigt. Man weiß, da ist irgendwas Cooles. Und da können wir beiden Freunde Hand in Hand gemeinsam gegen die Legion jetzt hingehen und schauen, was für ein spannendes Abenteuer uns hier erwartet. Völlig unorthodox. Hand ohne Quest. In Hand. Ohne Quest. Ich weiß noch nicht jetzt genau, wie wir da hingehen. Ah, guck mal, hier ist was. Höhlenbestien Vorrat. Ich glaube, wenn ich das jetzt anklicke, dann beschwören wir eine Höllenbestie, die wir gemeinsam zerstören können. Yay. Für die Horde. Die Horde. Für die Horde. Oh, das sind aber ganz schön viele. Oh, aua. Oh, warte, ich kann vielleicht sollte ich nicht in der grünen Kacke stehen. Warte, ich kann einen verhexen vielleicht. Dann nimmt das uns etwas Arbeit ab. Aber ich habe Hex gar nicht hier in der... Außerdem ist es nicht humanoid. Aua. Okay. Aua. Ah. Nein, ich bin wieder reingefallen. Okay. Oh, es kommen noch mehr. Heal-Klicks. Okay, wer kommt jetzt? Ach, das ist ein Wächter.
Und wir wissen jetzt gar nicht, was uns Spannendes erwartet. Wir sind einfach durch die Gegend gelaufen und haben plötzlich einfach... Hä? Wo ist der Rare-Mob? Ach, der ist tot. Dieses spannende Abenteuer entdeckt. Nebenbei... Ah, hier ist er. Ah. Höllenbestien-Fürst. Mal schauen, was uns erwartet. Erwartet uns toller Loot, ein neues Mount, Artefakt-Energie. Wir wissen es noch nicht. Oh, shit. Aber es lohnt sich bestimmt. Ich würde ja mal auf Artefakt-Energie tippen. Denn das ist, glaube ich, das 90%, was man teilweise bekommt von solchen Mobs. Aber du kannst sogar, wenn du dein Artefakt zu Ende geskillt hast, kannst du immer noch Punkte investieren, ne? Ja, und dann? Dann wird es noch stärker. Okay, das ist quasi aber du hast dann nur keine Skillpunkte mehr. Ach so, aber es wird trotzdem ich weiß nicht, ob es unendlich ist, aber du hast auf jeden Fall... Mein Gott, das pockt hier aber. Du hast dann keine Skillpunkte mehr, aber kannst trotzdem noch skillen. Und schön. Ein Großhelm der Höllenbestienfürstin. Ruhm des Recken. 20 Artefaktmacht. Geil. Ich habe einen Helm gefunden. Ist der auch schon besser als den ich habe? Ja, tatsächlich. Wow. Artefaktmacht ist auch cool. Ich baue den noch kurz ab. Das ist ja das Allerbeste. Man hat jemanden umgebracht und dann baut man ihn auch noch ab für Ressourcen. Das ist die ultimative Demütigung. Ja. So. Wo bist du denn jetzt hin? Ich habe hier meine Quest. Ja, aber wo? Nachtlehre der Verräterin. Bist du da hochgefahren? Ich bin den Berg hochgegangen. Ach so. Mit meinem, dreidimensional. Mit meinem Bike hinterher. Oh, Perry Hotter schreibt hier gerade vom Server Eredar. Liebe Grüße an Eredar. Geht ihr bis Level 34, dann ist Schluss. Welchen Level hat denn eure Artefaktwaffe? Schreibt's doch mal in die Kommis. Wie weit seid ihr schon? Oh, reitet zurück. Jetzt muss ich hier zurückreiten. Vielleicht habt ihr überhaupt angefangen. See you later, loser. Tja, mach's gut. Tschüss. Da steht er hier. Da steht er. Ich kann leider nicht hinterher. Ich warte wieder, bis du... Hey, wo fliegst du jetzt eigentlich hin? Ich glaube, ich fliege wieder zurück zum Quest-Hub. Nee, ich flieg nach Norden. Na toll. Aber was sind denn so die Highlights der Gebiete? Ich habe mir das noch gar nicht... Also es gibt hier einmal diese Pflanzenwelt. Das ist jetzt hier so... Naja gut, wie soll man sagen? Wald, Gebirgswald. Naja, weil von Lichen verseucht. Weil Shara ist so die... kommt so am so Nachtelfen-mäßig. Mit Wäldern und Hasen und Gedöns. Ja. Sturmheim ist so ein bisschen Wikinger-mäßig angehaucht. Ja. Mit so Felsküsten Gedöns. Was ist denn Highmount? Ich hab das Gefühl, die Gebiete sind alle recht ähnlich, oder? Also jetzt irgendwie so ein krasser Scheiß. Keine Ahnung, wie bei Lich King irgendwie so, wo du so einen Kristallwald hattest oder so. Das finde ich schon ganz geil. So, wo du einfach mal so, what the fuck, was ganz anderes hast. Ja, aber warst du schon mal in Waldschara? Nein. Das ist zum Beispiel ziemlich geil. So, jetzt lass mich kurz gucken. Jetzt habe ich hier Relikte zur Auswahl. Die kann ich in mein Artefakt reinbauen. Und wir haben einmal ein Rang geringer Bonus und ein Rang geringer Bonus. Jetzt ist schwer hier der Unterschied festzustellen. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal das. Epic! Epic! Ja, das ist auch, gibt's glaube ich auch schon seit dem letzten Add-on, dass Questbelohnungen random, also die haben eine bestimmte Chance aufgewertet zu werden. Das heißt, wenn die Belohnung eigentlich blau ist, kann sein, dass sie auf Epic aufgewertet wird oder von grün auf blau. Jetzt muss ich kurz umskillen. Das muss ich mir angucken, was das jetzt hier für ein verrücktes Relikt ist. So, das heißt, ich lege meine Artefaktwaffe wieder an. Wo ist sie denn? Erstmal schön meine wohlverdiente Artefaktmacht raushauen. Die ich auch nicht mehr finde, egal. So, wir haben. Momentan habe ich ein Relikt für das hier. Kritische heilender Regen braucht kein Mensch. Und das hier. Nächsten Heiz braucht auch kein Mensch. So, Rechtsklick. Ja, aber woher weiß ich denn? Ah, erhöht die kritische Trefferchance von Kettenheilung um 3%. Das ist mehr als 2%. Besser als kritische Trefferchance von heilender Regen wahrscheinlich, ne? Kettenheilung setze ich häufiger ein. Ja, heilender Regen. Ich mach das jetzt mal. Bäm! Hast du wahrscheinlich in zwei Leveln wieder ausgewechselt. Keine aktiven Verbindungen, ist aber trotzdem aktiv jetzt, ne? Cool. Okay. Geil. Ich bin mir nicht sicher, ich kenne mich mit den Artefakten noch nicht so gut aus. Ich bin mir nicht sicher, ob die. Ich glaube, die werden erst aktiv, wenn du sie tatsächlich dahin gelevelt hast. Hm. Und du kannst ja dann, wenn du dahin gelevelt hast und die aktiv sind, kannst du immer noch dreimal diese Stufe upgraden. Achso, ich glaube, die Idee ist, dass ich jetzt durch dieses Relikt sozusagen hier einen Vorsprung habe, dass ich eigentlich ein Talent, das ich eigentlich noch gar nicht hätte lernen können. Okay. Dadurch. Oh, wir haben hier den Stern. Lass uns weitere Artefaktmacht sammeln. Nun gut. Wir sind auf ich habe hier sogar diesen Wirbelsprung nach Artefakt. Oh, der will eigentlich. Ich muss ihn noch taggen. Tag it!
Wir haben nichts dafür getan, aber wir bekommen trotzdem den Loot. Mm, das ist der schönste Loot. Oh, ich habe noch Ressourcen bekommen. Aber ich habe auch ein Level-Up bekommen. Level 104. Oh, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Mann, ich wäre auch gern Level 104. Tja, auf 104 sieht die Welt ganz anders aus. Wir waren übrigens bei den Gebieten nochmal hängen geblieben. Und zwar High Mountain hier oben ist so eine Taurenwelt. Ist auch ziemlich geil. So, aber wir haben alles waldig, erdig, normal. Also wir haben keine Schneewelt. Halt, wo ist die Schneewelt? Ich bin immer großer Fan von Schneewelten. Ja, finde ich immer Insel, schön. Da gibt es halt nicht so viel Schnee. Schneewelt. Aber dafür gibt es ja Suramar noch, das ist auch ganz geil. Aber es wird erst mit 110 freigeschaltet. Ist halt sehr viel grün, Berge und viel grüne Todeslava. Was ist hier? Treasure Chest. Ich hole mal so Treasure? Eine Treasure. Where is the Treasure? The Treasure Chest. Treasure Chest. Why don't I see the Treasure? Hier ist eine Höhle. Und schon wieder haben wir nebenbei ein neues Abenteuer entdeckt. Ja. Ist das nicht toll? Auf dem Weg zum Questgebiet haben wir den Treasure. Den Treasure. Ist das nicht toll? Von ein paar Kritzlis bewacht. Ha! Aua! See ya! Na toll. Ich auch. Au! Oh. Glitzerndes Erinnerungsstück. 20 Artefakt macht. Naja, da sag ich nicht nein, ne? Das packe ich doch ein. Ich habe gesehen, dass es auch diese Artefakt-Wissen gibt, die du einsammeln kannst. Und dann kriegst du sozusagen Multiplikator auf alle Artefaktmacht, die du sammelst. Das heißt, es ist ökonomisch gesehen total bescheuert, was wir gerade machen. Ah. Weil man eigentlich erstmal Max-Level werden sollte, um dann einfach die Artefaktmacht aus Beute zu optimieren. Ja, aber ich hasse es nicht, Max-Level zu sein. Es ist immer so scheiße. Man hat immer das Gefühl, man verschwendet Zeit. Weil jeder Moment, den man nicht Max-Level ist, in dem man irgendwie Tagesquests machen könnte, Artefaktmacht sammeln könnte oder sowas, ist verschwendet. Das ist genauso wie Kind sein. Oh, hier haben wir noch Stern. Das ist genau wie Kind sein. Wenn du Kind bist, denkst du, er ist einfach verschwendet jetzt die Zeit. Ich kann nicht Auto fahren, ich kann nicht für die Rentenversicherung einzahlen. Das ist einfach verschwendet. Vor allem für die Rentenversicherung. Oh, hier will uns jemand unser Loot wegschnappen. Nicht mit uns! Nicht mit uns! Hallo Mama, ist das live? Ja, why not both? Liebe Grüße. Florentin sollte mal ein paar mehr Let's Plays machen, sagt Purple Ace. Das kann jetzt positiv oder negativ gemeint sein, im Sinne von, ich muss es lernen. Sollte man mehr machen. Ist mein Herz dahinter. Ach, das ist schön, vielen Dank. Man kann ja tatsächlich, wenn man gut in Let's Plays ist, ist das ja ein ganz neuer Karriereweg. Dann kann man plötzlich Millionär schon, werden, ja. Mit wie à la Gronkh oder Dina oder Iblali oder so. Das ist eine gute Frage. Ich denke mir auch immer so, also ne, wenn jetzt irgendwie Rocket Beans Simon oder so einen eigenen YouTube-Kanal aufmachen würde und à la Gronkh Let's Plays machen, würde der auch 2 Millionen Abonnenten kriegen, weil Simon ist der beste Let's Player der Welt, wissen wir alle. Aber trotzdem in dieser YouTube-Trash-Welt kommt man da nicht an. Ich glaube, es ist echt momentan irgendwie so sehr übersättigt, der Markt auch. Oh. Ich glaube, man muss eher so in die Richtung, in die Prank-Schiene einschlagen mittlerweile. Pranks sind richtig gut. Ja, Pranks gehen richtig gut. Und soziale Experimente, was auch dasselbe ist wie Pranks, ja. Was schon schön. Ist das ein Einhorn? Was ist das denn für ein Wesen? Sonnenring. Das ist ein Pferd mit so, einer Sichel. Das ist ja eine abstoßende Grässlichkeit hier. Dafür muss es jetzt auch leider... Stirb! Es tut mir leid. Mich würde es als Paladin-Tank... Oh, guck mal. Ich habe einen Plan gefunden. Dämonenstahl-Steigbügel. Von diesem random Pferd. Einer der besten Schmiede Aventuriens ist uns hier gerade über den Weg gelaufen. Musste leider sterben. Was bringt das denn? Ah. Mhm. Schmiederezept. Oh, ich habe einen Flugpunkt. Ich würde kann 2 Stunden auf den verheerten Inseln reiten. Mit diesem Buff. Die sind noch gar nicht freigeschaltet. Du meinst Flugreiten, oder was? Nee, hier unten, die verheerte Küste. Da kann ich dann reiten. Aber es ist noch gar nicht freigeschaltet, das Gebiet, oder? Ist es schon freigeschaltet? Ich weiß gar nicht. Fragen über Fragen. Vielen Dank, du Einhorn-Tier. Hier, das finde ich zum Beispiel, wo du eben bei deinem Kristallwald warst, ne? Ja. Das sind ja jetzt so ein Mana-Pool und Mana-Kristalle. Und so Drachen, die irgendwie auf ihre Energie aus Mana ziehen. Und da kommt jetzt auch gleich dieser geile Typ, dieser Mana-Abhängige. Aber wir müssen jetzt erst gedönst werden. Wir müssen knisternden... Ja, die sind hier links in der Höhle. Wo sind die? Hier links. Ah. Apropos Mana-Pool. Ich habe letztens T6 gefarmt. Einfach so. Für Transmog. Und da war ich in Hyjal.
beste Instanz ever. Also besser, na, weiß nicht, aber richtig cooler Raid auf jeden Fall. Gameplay-technisch mega scheiße einfach. Aber? Weil du die ganze Zeit nur wartest, aber so storymäßig und von der Atmosphäre total cool. Und da hast du ja diesen großen Baum am Ende, der da verteidigt wird. Und unter diesem Baum ist so ein kleiner See. Und jeder, der mal in Hyjal ist, geht da einfach mal hin. Das ist gar nicht, da sollte man gar nicht hin, das ist gar nicht so im Teil des Raids, das steht da nur als Deko. Aber wenn du in diesen kleinen See unter dem Baum springst, kriegst du einen Debuff und bist gesilenced. Und kannst keine Zauber wirken. Und das finde ich richtig geil. Weil das einfach so ein kleiner Lore-Moment ist, wo der einfach überhaupt keinen Unterschied macht. Aber wo man sich denkt, okay, cool, er ist da. Er ist einfach da. Er macht keinen Unterschied, er hat keinen großen Effekt, aber er ist einfach da. Und das finde ich, das sind so Momente, wofür ich WoW liebe, dass man einfach sagt, cool. Blizzard ist auch so irgendwie der König unter den Easter Eggs so ein bisschen. Es gibt ja sogar, hat jemand entdeckt, es gibt Agent J und Agent M aus Men in Black, laufen irgendwo in Dalaram oder sowas rum, in so schwarzen Anzügen ja. Und auch Sonnenbrillen. Also so Gedöns ist hier auch überall versteckt. Also auch Sachen, die jetzt überhaupt nicht in die WoW-Welt reinpassen, aber das haben sie ja irgendwie auch schon öfters gemacht. Es gibt so viele Leute, die noch in die Gilde rein wollen auf Malfurion, die Rocket Beans Gilde, aber ich kann irgendwie teilweise gerade gar nicht sehen, was das für ein Accent ist. Weil die Auflösung hier gerade so kacke ist. Oh, wir sterben. Was? Nein, du machst das, während ich die Leute hier einlade. Ich beschwöre mir mal ganz kurz meinen eigenen Tank, wenn mein eigener Main Tank hier gerade abgelenkt ist. Ich kann Perry Hotter nicht einladen, weil ich nicht weiß, ob das ein I ist. Oh mein Gott, Perry Hotter, ey, mit euren scheiß Sonderzeichen. Weißt du, dann hast du auch nicht verdient, dann geh nach Hause. Echt mal. Das ist echt scheiße, sowas. Ich brauch noch einen. Perry Hotter. Genauso wie Excuse, ja. Also, warum denn nicht, also, was ist das für ein Akzent und warum ist das so? Habe ich das jetzt richtig eingegeben? Excuse wurde nicht gefunden. Ja, dann leck mich doch. Dann lassen wir's. Dann mach doch deine eigene Gilde auf. Das war immer das peinlichste im TS. Oh, cool, ich habe einen Heiler gefunden. Ja, wie heißt der? Destiny. Shadow Killer. Destiny mit 8 von links unten nach rechts oben Accents. Oder ein Nachtelf-Hunter namens Legolas. Und auf jedem Buchstaben ist ein Accent. Ja, so, ich habe alle. Und jetzt lässt du mich hier stehen, Daryl, oder was? Ereda. Ach, er ist auf Ereda. Perry Hotter schreibt, er ist auf Ereda. Ich weiß nicht. Ja, toll, dann kann er auch bleiben auf Ereda. Ja, dann fick dich, Ereda. Kein Mensch mag Ereda. Ich hasse Ereda. Das ist, glaube ich, der schlechteste Ram in WoW, habe ich gehört. Mann, was ist denn das jetzt wieder für eine Scheiße in diesen kleinen Drecks-Fuck-Bullshit-Teilen hier? Ich dachte, du bist schon raus. Ich wurde auf dem Weg nach draußen von. Oh, okay, und Desktop. Alles klar. Alles klar. Ja. Okay, gut. Ich habe da leider nicht so die. Dieses verdammte Windows. Aber wirklich, Windows ist wirklich meine Geißel. Kannst du mir mal kurz helfen, Mr. Main Tank oder so? Soll ich jetzt hier als Heiler selber gegen die kämpfen? Ich dachte, du bist elementar. Guck mal hier, mach da Kennenblitz. Long Kennenblitz. Schau mal, mächtig groß von Ereda sagt auch, er hasst Ereda. Ich hasse Ereda, ja. Ereda, best PvP-Server ever. Kein Mensch mag PvP-Server. Perry Hotter. Ja, Perry Hotter. Aber trotzdem bist du nicht in der Rocket Beans-Gilde. Wollen wir die Rocket Beans-Gilde eigentlich richtig groß machen? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich muss mir echt überlegen, ob ich einen Servertransfer dafür anstrebe, weil ich würde natürlich meinen Heimatserver Thrall hinter mir lassen. Ich habe hier momentan keine Gilde, so viel zum Thema Heimatserver, weil ich aus jeder Gilde irgendwann rausgeworfen werde, weil ich inaktiv bin. Aber hast du denn Wurzeln da auf Thrall? Gibt es Leute, die dich vermissen werden, die sagen, Mensch, für wo mich ist denn Aguado? Der war schon 2 Stunden nicht mehr online. Hat für mich sind andere aufgehört. Spieler nichts anderes als Equipment. Die ziehe ich an, um einen Raid zu machen ja. Und so nutze ich sie wieder aus. Weißt du, das ist mir scheißegal. Freunde sind für mich nur Abfall. In Lila erhältlich. So, wo kann ich die Quest jetzt abgeben? Bio ist für mich Abfall. Was ist denn das so für eine Quest? Bereit zur Abgabe. Na da halt. So, jetzt komm, gib mir Epics. Gib mir. Untersuch die Besucher. Wo denn? Ist das Maligos? Nein, das ist Malfurion. PvE. Auch auf Thrall. Hallo. Aire. Ja, ich bin auf Thrall. Thrall heißt das übrigens. Das ist ein S am Anfang. So, ich muss jetzt hier diese Lay-Kristalle kaputt machen. Was ist nochmal die Lore um diese Lay-Kristalle? Wo kommen die her? Was haben die für eine Bedeutung für die Azeroth-Welt? Wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, die Lay-Kristalle sind ein großer Mana-Lieferant tatsächlich. Alter, jetzt... Fuck, Bullshit. Ist eigentlich so praktisch, so einen eigenen Tank dabei zu haben. Das ist, kann ich mich dran gewöhnen. Ja, ne? Und ich habe hier sogar meinen Wirbelsprung. Wirbelsprung!
Läufst du gerade wieder raus? Mana-geschöpften Welblingen wieder. Ach Gott, ey. Ach, du hast die Kristalle schon. Ach, ich muss die du dann pulst wiederbeleben. Alles, holst die Kristalle und wartest dann darauf, dass ich die ganzen Mobs fertig mache, oder? Ich muss hier irgend so ein Shit wiederbeleben, aber ich weiß. Ja, die sind hier, die liegen genau davor irgendwo, vor dem Drachen, oder? Du musst zurück, draußen. Da steht so ein Drache und vor dem liegen vier Welpen oder so und die musst du dann wiederbeleben. Wirbelsprung! Ah, ja. Ja, das hättest du nicht selber hingekriegt, da 2 Meter hinten hinzugehen, oder was? Nee. Das wird ja auch lächerlich. Lächerlich. Ich hatte befürchtet, dass wir ihn verlieren. Er war so schwach, als ich ihn fand. Schwer verwundeter Welpling. Ich meine, früher wurde man nicht so an der Hand genommen in WoW, ne? Das stimmt schon. Ich kann mich noch erinnern, wie man damals, gerade so zwischen 0 und 60, einfach so durch die Gegend gelutscht ist und einfach nach Quests gesucht hat, auch einfach. Einfach mal geguckt hat, oh, da hinten ist ein Leuchtturm in Westfall. Da gehe ich mal hin und schaue, ob ich da was finde. Das hatte schon noch so ein bisschen diesen Flair des, okay, ich erkunde die Welt und finde was raus und mache die mir zu eigen. Natürlich hat es genervt, also ich letztens über nachgedacht, aber es war eigentlich schon ganz cool, weil du wirklich so ein bisschen dieses Welterkundengefühl hattest, weil du einfach nicht genug Quests hattest und du hattest keinen Bock nur zu grinden, deswegen hast du die gesucht, das war schon cool. Und du hast einfach überall geguckt, oh, wo kann ich hin, wo könnte was sein. Lebt wohl, Großvater. Ja, ich glaube halt, früher war auch nicht der Content einfach da, wie er jetzt ist, also dieser Endgame-Content, was gab es denn damals zu Vanilla WoW, gab es Molten Core und Nyxia kam erst später, glaube ich, dazu, auch per Patch. Und wenn du dann Level 60 warst und keinen Raid hattest, standest du blöd da. Konntest ein bisschen PvP machen. PvP-Rewards kamen auch, glaube ich, erst später, so diese ganzen Gladiatoren-Geschichten. Also, ich weiß ja nicht, ob das so ein bisschen Verklärung der Vergangenheit ist. Was auf jeden Fall. Vor allem, also, man erinnert sich ja auch oft an Zeiten besser, in denen man strugglen musste. In denen es einem irgendwie... Und es nicht so leicht war. Du vergisst dann die ganzen negativen Aspekte, zum Beispiel Questen. Ja, früher gab es halt keine Add-ons, die dir angezeigt haben, wo die Quest ist. Da musstest du den scheiß Questtext lesen und immer dieses eine Wort wie Süden oder nördlich von oder östlich von oder irgend so ein Crap da rauslesen. Musstest da schon mal den Questtext lesen und dann halt so dumm durch die Gegend pimmeln, bis du diesen Questgegenstand gefunden hast und so. Das war natürlich nervig, aber es war natürlich irgendwie... war man mehr mit der Welt verbunden, weil du auch wirklich gucken musstest. Da stand dann westlich des Brunnens und dann hast du gesucht, wo ist der Brunnen und dann davor, dann westlich, da bist du dann hingelaufen und du warst dann schon mehr mit der Welt verbunden eigentlich in der Hinsicht und kanntest die Welt auch gut, weil du genau wusstest, auf dem Friedhof, da habe ich ewig lang nach diesem scheiß Ding da gesucht und hier ballerst du halt einfach durch und läufst nur zu gelben Punkten auf der Map. Aber natürlich hat sich jeder sofort die Addons installiert, als es sie gab, weil man natürlich im Endeffekt doch keinen Bock drauf hat, die Sachen zu suchen. Das heißt, am Ende ist es natürlich Heuchelei, hast du natürlich völlig recht. Und am Ende will man einfach den geringsten Widerstand haben. Ich glaube, wenn viele Leute, die jetzt sagen, WoW ist zu casualig geworden, wieder in die Vanilla-WoW-Welt zurückgeworfen werden würden, dann würden sie wahrscheinlich auch denken, so, oh, what the fuck? Ja. Was soll das denn? Warum kann ich jetzt nicht einfach das so und so schnell mal eben machen? Warum muss ich jetzt über die Umwege gehen, um das so und so zu machen? Vor allem, ich glaube, man hatte früher auch einfach mehr Zeit. Also ich weiß noch, früher als Schüler hatte ich einfach den ganzen Tag Zeit und konnte einfach mal 9 Stunden in einem Blackrock verbringen, weil man A, den Weg nicht gefunden hat und B, alle Stunde einfach einer aus der Gruppe weg musste und dann musstest du wieder raus und dann musstest du suchen. Und es gab ja kein LFR, das heißt, du musstest über musstest du gucken, wer ist in Level Range, wer ist Priester, musstest du einfach alle Priester anschreiben, bist du Heiler? Nee, ich bin Shadow. Bist du Heiler? Nee, ich bin Shadow. Und dann teilweise hast du irgendwie stundenlang gespielt und dann löst sich die Gruppe auf, weil du einfach genau, und keinen Heiler mehr findest. Und jetzt sagst du einfach, drückst O oder was auch immer die Taste war, J, was weiß ich, suchst nach neuen Heilern, der wird automatisch dir zugewiesen, sagst, hey, cool, komm, hier, weiter geht's, zack. Ja, und ich habe ja Allianz gespielt und da sowas wie das Scharlachrote Kloster, wo du auch erstmal durch die halbe Welt stapfen musstest, um da hinzukommen, hattest natürlich keinen Mount, weil du hast kein Geld. Das heißt, du läufst durch die halbe Gegend und meistens bin ich erst losgelaufen und habe während ich gelaufen bin, überhaupt erst eine Gruppe gesucht, weil ich wusste, das wird so lange dauern, da hinzulaufen, dass ich vielleicht, wenn ich jetzt anfange, eine Gruppe zu suchen, habe ich vielleicht eine, wenn ich da bin, dann musstest du noch irgendeinen anbetteln, dass er auch noch dahin kommt, weil du hast 2 Leute bei der Instanz gebraucht, um porten zu können. Dann hat sich endlich einer überzeugen, das da hinzulaufen, dann musstest du noch mal warten, bis der dahin gelaufen ist und konntest einfach mal gute 40 Minuten AFK gehen einfach. Und dann konntest du alle porten und dann ging's los. Und dann ist der eine, den du noch porten musst, AFK. Ja. Weil er so lange warten musste zum Porten und dann nimmt er nicht an. Und dann müsst ihr wieder warten, bis er wieder zurück ist. Genau, und dann geht's... Oh Gott. Alter.
Bis gleich. Werbung. Werbung.